Gamescom 2024, es ist wieder soweit, die Publisher warten auf dich und ich denke, wenn du auf dieses Video geklickt hast, hast du vor, dieses Jahr die Gamescom zu besuchen. Und um dir etwas Arbeit und vor allem Kilometerweg abzunehmen, habe ich mich auf die Socken gemacht und bin einmal durch alle Hallen gegangen, um dir zu sagen, wo du was findest und was die Highlights in den Hallen sind. Also viel Spaß mit deinem Guide zu Gamescom 2024. Wir befinden uns in Halle 10. Das ist quasi der Treffpunkt für alle Schulen, Universitäten, als auch Firmen, die sich hier zur Schau stellen wollen und zeigen wollen, dass Gaming mehr ist, als einfach nur zu Hause sitzen und zocken. Ihr habt hier die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Schulen zu informieren, was es hier alles gibt, was für Studiengänge sie anbieten und auch bei Firmen, die spezielle Fachkräfte suchen, beispielsweise im Bereich Informatik, als natürlich auch die allseits geliebte Indie-Area. Das ist auch mein persönliches Highlight. Meine persönliche Empfehlung für Halle 10.2 ist Pioneers of Pagonia, denn das ist die von den Machern von den Siedlern. Und das Spiel hatte ich schon mal in der Beta gespielt, ist ziemlich geil. Jetzt ist es nochmal hier, falls ihr hier seid, spielt es unbedingt, das findet ihr in Halle 10.2. Hinter mir seht ihr Halle 5.1 und was sich hier vereint, ist irgendwie ziemlich cool und erinnert ein bisschen an eine Anime-Convention, denn wir haben hier verschiedene Artists, die ihre Kunst zur Schau stellen, natürlich auch zum Kauf. Wir haben das Cosplay-Village da mit Fotokulissen, wo ihr wirklich Fotos machen könnt oder sogar coole Cosplayer da, die wirklich sich sehr viel Mühe gegeben haben für ihr Cosplay und auch die stehen bereit, damit ihr mit denen Fotos machen könnt. Also das Cosplay-Village haben wir hier, wir haben die Händler hier und auch so ein bisschen Merch, aber der Hauptmerch befindet sich eine Etage drüber, auf Halle 5.2, denn dort haben wir verschiedene Card-Games von Yu-Gi-Oh! Über das neue Card-Game von Disney, ich glaube Locania oder so heißt es, verurteile mich nicht, wenn es falsch ist, als natürlich auch die großen Merch-Hersteller. Und das Wichtigste, der Tipp für die Halle 5 für euch ist, wenn ihr etwas gefunden habt, was euch gefällt, geht unbedingt beide Etagen durch, schaut die Händler nach, vergleicht die Preise, denn oft kommt es vor, dass ihr die eine Sache bei dem Händler viel günstiger kriegt als bei dem anderen. Also vergleicht die Preise und viel Spaß beim Shoppen. Wir befinden uns in Halle 9, das ist die erste der Entertainment Areas, die wir euch heute zeigen werden. Halle 9 ist auf jeden Fall geprägt von aktuell sehr vielen spannenden Titeln, wie beispielsweise HoYoWorth haben wir hier gesehen, als natürlich auch das neue Monster Hunter World und das ist auch mein Tipp für Halle 9. Seid jedoch sehr früh da, selbst heute Mittwoch am Pressetag ist die Schlange schon sehr lang. Also die Nachfrage nach Monster Hunter ist schon sehr extrem. Das Pokémon Lab ist auch ebenfalls hier, sah sehr spannend aus. Wir kommen jetzt leider nicht in den Genuss, das Ganze anzuspielen, aber ich denke, für jeden Pokémon-Fan wird das auf jeden Fall ein Highlight sein, der Halle 9. Selbstverständlich haben wir hier auch noch Firmen wie WD Black oder die Telekom mit SK Gaming, die wieder gerade Influencer- und Creator-Auftritte haben. Also alle, die Bock haben, was abzustauben, ich glaube in Halle 9 könntet ihr Glück haben, was Goodies angeht. Und wir gehen jetzt weiter in Halle 6 und Halle 7, denn das sind die großen Entertainment Areas, wo wirklich jede Menge AAA-Titel auf euch warten. Also, lasst uns keine Zeit verlieren und los geht's. Okay, meine Damen und Herren, wir befinden uns in Halle 6 und wie angekündigt ist das eine der spannendsten Hallen auf der Gamescom 2024. Denn was wir hier alles haben, ist wirklich unfassbar. Angefangen bei Civilization, über Lego bis hin zu HoYoWorth. All das findet ihr in Halle 6 und noch viel mehr. Als natürlich, was nicht fehlen darf, Giantsoft, sprich der Farming Simulator. Und ich glaube, auch hier ist wie jedes Jahr richtig viel Action und ihr könnt richtig viel abstauben. Also, Halle 6 ist wirklich ein absolutes Must für den Besuch der Gamescom. Das ist auch schon die letzte Halle der Entertainment Area und zwar die Halle 7. Die Halle 7 solltet ihr nicht vernachlässigen, denn hier haben wir auch Aussteller wie Sega oder auch den Sims-Konkurrenten, wenn man ihn so nennen darf, Inzoi. Als natürlich auch das geile Game, was vorgestellt wurde auf der Opening Night. Und zwar das Re-Animal, das ist von den Machern von den Little Nightmares. Und das wäre auch mein Highlight tatsächlich für Halle 7. Schaut ihr unbedingt Re-Animal an. Ich finde, es sah im Trailer sehr vielversprechend aus. Ist ein kleiner, unscheinbarer Stand bei THQ, also müsst ihr die Augen aufhalten. Und ansonsten gibt es natürlich hier noch viel zu sehen, denn Xbox ist wieder da. Mit allen möglichen Titeln, die ihr auch im Xbox Game Pass finden könnt. Das war Halle 7 und jetzt kommen wir zum Fazit. Ja gut, habe ich gesagt, dass wir vergessen haben, das Auto zu drehen. Wir haben es vergessen, das Auto zu drehen. Ich bin gerade im Schnitt, es fällt mir jetzt erst auf. Halb so wild. Kurzes Fazit. Gamescom dieses Jahr sehr, sehr viele Aussteller da. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel zu sehen, aber es wird auch sehr voll, denn heute Mittwoch, der Pressetag, ist schon extremst voll. Das heißt, wenn du jetzt die Tage kommst, pack dir auf jeden Fall genug Essen und Trinken ein und denke mal daran, wenn du Merch kaufst, vergleich die Preise bei den Händlern. Das soll es gewesen sein von diesem Video. Wir sehen uns nächste Woche oder übernächste Woche wieder, denn da geht's aufs Anime Festival Kassel. Und falls du Bock hast, auch dort teilzunehmen, ich habe da gerade ein Gewinnspiel. Also lass ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao. Ja, das war wieder sowas von 2012, aber naja. Nutzen wir es als Endcard. Guck mal hier, kannst abonnieren. Oder da. Guckst ein Video. Ne? Jo.